ist es immer noch ein unglaublich gutes Gefühl. Also es ist nicht so, dass es weg ist, sondern es gibt immer wieder Tage, auch jetzt Momente, wo ich mich dran zurückerinnere und sage, Mensch, das ist halt was für die Ewigkeit. Das ist alles genau so wie der Eintritt, ja, mit dem Göppingen Viertelfinale, Halbfinale der Favorit zu sein vielleicht und im Finale nochmal die Chance zu haben, die Geschichte umzuschreiben. Das ist eigentlich, besser hätte man sich das nicht erträumen können.